Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV mit allen aus dem Team PietSmiet. Und wir schauen uns heute an Best of Woche 42 aus dem Jahr 2022 von unserem Best of Kanal. Let's go! Hallo! Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Ja, guck mal, Lukas kriegt hier eine Brille. Ich mega geil. Ja? So lange her. Okay, weil ich den kleinsten habe. Okay, das habe ich nicht gesagt. Oh shit, ich bin auf den Kopf gefallen! Ja. Wie kann man das denn machen? Oh, was ist denn? Das war das, was ich auch mal machen würde. Ich kann nochmal machen, mit der anderen Hand. Ich bin mal sehr gespannt, in den du dich gleich verwandeln wirst. Ich mich auch. Oh, das ist ein mega Versteck. In der Geist der Weihnacht. Oh shit! Das war doch kein mega Versteck. Er hat dich? Nee, okay, oh shit heißt. Er ist echt eigentlich ein Pilz. Oh shit. Boah, Alter, Katastrophe hat Udon komplett weggefickt. You are fake news. Mach jetzt nicht zu. Oh. Ende weg vom und? Steuer, Zeit ist rum. Nein, nein, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Oh. Schade. Nice. Oh, das ist immer so schrecklich. Genau. Moment, 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 Moment. Was? Der war nice. Ich kann nicht anders laufen in diesen Schuhen. Das sieht schon lustig aus. Ja, ich sehe aus wie aus der Zukunft. Ich bin dein Vater. Auf jeden Fall verstörend. Mein auf eine angenehme Art und Weise. Ich finde das so geil, ey. Ich finde das halt eklig und faszinierend zugleich. Oh. Gut, steck mal deine Fingerchen da rein. Moin, meine geilen Schnittchen, jetzt willkommen zurück zur neuen Folge Perfect Heist 2. Heute mit Special Guest Jules. Muss aber aufpassen, dass du auch immer disguised bist. Dementsprechend, ne? Wie du halt. Lol. Alles klar? Ja. Ich hab grad direkt vor meiner Nase. Was war das? Ich kläre die USA hier mit Fuhnabhängig. Während bei mir die Weltmeisterschaft im Tiefenbohren wieder ausgebrochen ist. Meinte, was passiert denn jetzt denn raus? Du müsst jetzt eine Baustelle aufmachen. Was soll denn für ein Tag? Ich weiß auch gar nicht, wo bohren die denn da überhaupt? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstecken! Und wir haben die zusätzliche Schwierigkeit auch noch, dass noch verschiedene Leute schlafen. So wie Domi beispielsweise und Lea. Oh, oh. Wahrscheinlich werden wir die wecken. Oh Gott, wahrscheinlich wird die so nicht glücklich darüber gewesen sein. Okay. Geil, ich habe Lena gefunden. Okay, let's go. Hier ist übrigens noch unser Essen. So. Martin, ich finde das ja immer suspicious, wie du hier so durch die Gegend läufst. Das ist eh Bullshit, was du jetzt sagen wirst, aber ich sag mal ja. So, saugen. Kann Dinge saugen. Mit den beiden Teams. Ist so ein Blick, Jay und Peter. Das ist jetzt unser neuer Schlachthof. Weil man die Cam, die ist gerade. Ui, bist du noch am Hochladen oder so? Mein Headset ist leer, vielleicht liegt es da dran. Ja, ich hab den Laden gesagt, aber mit wenig hoch, aber das schafft nicht. Nein, ist leer. Wenig geht auch nicht. Das ist ja 10 von 10. So schlimm? Ja, ja, Headset ist leer. Du könntest stattdessen vielleicht auch Matt nutzen. Ja. Oh, ja. Stimmt, da haben wir Sepp gegen Jay gegen Sepp ausgetauscht. Nee, andersrum. Sepp gegen Jay einfach in der Folge ausgetauscht. Ach ja, mein Internet war da weg den ganzen Tag. Da war Sepp auf einmal weg. Plötzlich war Jay da, dann hat er weiter mitgeguckt. Da hat der Telekom, da hat der Techniker, der nicht von der Telekom war, bei den Nachbarn was versucht zu verbessern und einfach unser Kabel rausgezogen. Weil stimmt, keiner gemerkt. Das hätte auch keinen Unterschied gegeben. Hatte niemand. Die Qualität, die da gerade da war, war ja auch so. Ja, das lag ja daran, dass er da so, also, noch ein Rumpfummel war. Vielleicht auch Matt nutzen. Ja. Oder was hast du wie ich? Was hast denn du gemacht? Zeichen genommen. Mit dem Geschmack wird das kein Baconwürfel drin? Also. Das haben wir nochmal gemacht. Das war crumbled. Das war ein 10 von 10 Gericht. Das war richtig lecker. 9 von 10. Ja, 9 von 10. Das war eine. 5 von 10, oder 6 von 10. Das war das Kürbisgericht, wo ich nicht dabei war, ja, ne? Ja. Das war awesome. Was hast denn du gemacht? Bacon genommen. Mit dem Geschmack wird das kein Baconwürfel drin? Also? Hab ich ja gesagt. Statt der Crumbled Wurst Sausage hab ich Bacon. So, ja, dann hab ich ja, vielleicht war ich am Anfang nicht da. Dann direkt auch so aggressiv. War nicht da, du Arschloch.
wieder geschossen und. Nicht so tief, Rüdiger! Ich bin kaputt gemacht. Ich bin unsicher, ob ich den habe. Ich glaube, ich habe einen. Neuer Versuch. Ja, dann knall ihn ab, wenn du meinst. Ja, nein. Nicht so tief, hab ich gesagt. Nee. Ja, ich wusste nicht, dass die halt so blöd immer geradeaus dann aus dem Ding jetzt starten. Neuer Versuch. Nicht so tief. Die haben das Flugzeug. Keiner ist auf dem Dach. Ja, ich kann das verstehen. Ja, die Hilfs-Sheriffs, diese Ausbildung als Cops sind halt nicht so einfach, ne? Also, weißt du ja immer, als Chief Wrigham hast du halt einen harten Job. Keiner ist auf dem Dach. Are you blind? Hä? Das kommt doch nicht da. Da gibt's doch Halter für, ja. Für Lüfter. Kommt da. Also. Na. Ja, okay. Fuck you. Dieses Gerät einfach zu zerstören für ein paar billige Lacher. Flashback. Das iPad Mini ganz neu. Boah, das war ein harter Flashback. Keins drin. Genau, das war nur die Packung. Ja. Da war eins drin. Wait, habt ihr das nicht kaputt geflext? Nein. Das war ein Laptop, oder? Ja, das war ein kaputter anderes. Laptop. Ja. Aber genau, und die Ursprungsidee war, egal. Das sehe ich jetzt nicht. Was machst du denn mit dem iPad? Oh mein Gott! So, wenn ihr noch verlosen könnt, ich weiß, aber so Produkte möchte ich niemandem zumuten. Dieses Gerät einfach zu zerstören für ein paar billige Lacher. Kann ich euch nicht sagen. Ja, sonst, weil ich könnte mir vorstellen, dass du lieber mehrere nimmst, weil sonst echt langweilig werden kann, weil irgendwer den anderen irgendwie mit 80% wegmacht oder so. Scheiße. Ja, ist halt blöd, ne? Bram, wenn man 80% tippt. Ja, okay. Ja, das ist total. Also, das habe ich auch gemacht. Die Tomaten ins Wasser legen. Das ist nicht smart, Leute. Macht das einfach nicht. Keine Ahnung. Wow. Oh Gott. Oh nein. War wieder schön jetzt. Ja, aber was willst du schon für 20 kaufen? Weiß ich nicht. Wasser? Ja. Komm schon. Babyface! Holy shit. Der war nice. Nice. Da kannst du gar nicht mehr treffen. Oh Gott. Oh, nein. Aber das war der! Oh mein Gott! Der Legendary! Nein! Das war der unfassbar! War halt legendär. Gucken wir mal, wie wir treffen. Das explodiert doch dann direkt. Der explodiert auch dann direkt. Ja, aber der Seil gerade losgelassen, das ist das Problem. Aber du musst, glaube ich, die Richtung richtig machen. Oh, das war auch wild. Ihr seid doch nicht so direkt, Christian! Genau das habe ich dir doch gesagt. Das hätte aber klappen können. Christian wollte eigentlich nach links haben. Wenn ich nach links geschwungen wäre, hätte das klappt. Ja, die Richtung. Mach offen. Der kriegt ja wohl nicht 45 Damage von einer Bazooka. Das sieht die direkt aus. Oh ja, das ist halt random. Der Mundwinkel, ey. Alter, das Spiel sieht so eklig aus. Es ist auch ziemlich eklig. Das ist auch ganz schön scheiße. Der war eigentlich offensichtlich. Du kannst ja immer deine Subgifts hoch. Was machst du denn hier? Was ist denn hier passiert? Ja, aber warum muss man denn zum Konsulat? Fürs Visum. Kannst als Tourist kommst du gar nicht rein. Geht nicht auch Mastercard? Ah, ja, stimmt. Eigentlich groß. So! Macht man Witze. Aber das funktioniert sogar einfach. Betrieben, lol. Ah! Oh, immer wissen. LOL! Der hat einfach das Huhn gefressen! Hätte ich dem jetzt auch einen Also Schleim frisst jetzt kein Küken auf, oder? Das ist ja zu krass. Das sah nicht aus wie ein Küken. Ja. Das hat ein Gesicht. Das war Küken. Das war gerade ein Küken. Ja, aber das hast du. Kriegst du halt hin, das Küken zu zeigen, das hat ein Gesicht und zwar hässlich. Jetzt auch ein aber das sah aus wie ein Küken. Also ich hatte gar keinen Plan von dem Spiel und wusste nicht, was auf mich doch zukommt. Und als du einfach dann ein Huhn verfüttert hast, fand ich das schon ganz schön brutal und lustig. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein komplettes Gesicht von so einem. Na, ist ein kleines Hühnchen. Ja, schade. Das ist ja zu krass. Hier, ab ins Meer mit euch.
Füßen, wenn die schwimmen? Glaube nicht. Geil. Okay, dann 3, 2, 1, go. Ach so! Ah, das hab ich gleich gesehen. Ich wollte ja natürlich erst verwarten, ob Peter direkt Feuer spuckt. Warum muss ich so husten? Du darfst nicht husten. Ich versuche mich eine schönere Welt zu flüchten in meinen Gedanken. Südafrika? Ne, da werde ich ausgeraubt und mit erschossen. Aber du weißt, dass du ausgeraubt wirst. Wieso fährst du denn da? Ja, weil Erlebnisurlaub. Oh, Lachen ist krass. Es gibt Leute, die nach dem Ding mit dem Krankenwagen abgeholt werden müssen. Das sagst du jetzt? Ja, natürlich. Ja, wir haben ja gedrittelt. Ja, aber ja, kein Problem. Nach einem Drittel kommt keiner auch hin. Dann ist er auch gar nicht dann so schlimm mehr. War nur ein Drittel so. Folge verstecken. Mitarbeiter sind alle aus der Peter, denn der befindet sich in Honey. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Honeymoons. Der heilige Koran. Beim Beten bitte sitzen bleiben. Bier gab's trotzdem. Bier. Das heißt, wir waren in so einer Q-Suit, wo man die Türen zumachen konnte und als Paar auch gemeinsam sitzen konnte. Halt, stopp! Schlafen konnten wir zwar trotzdem nicht, wahrscheinlich zu aufgeregt. Yeah. Und beim Frühstück, dann wow. Das Unglaubliche, am Wasserloch haben wir Jay getroffen und wenig später kam sogar seine ganze Familie vorbei. Das war schön. Das ist schon das Highlight. Da hast du aber leider Bram erwischt. Oh, die Blaue war knapp, Peter. Die Blaue schon wieder, ey. Mein Gott, die überall die Blaue. Aber warum sehe ich die? Jay hat 100% Sehkraft. Mein Gott. Oh, es geht hier rechts. Ach, schon wieder? Jetzt ist es raus. Peter Smith beim Dschungelcamp. Dann würde ich auch lieber Pete Smith lustig auflesen. Machen wir weiter. Sehr gut. Du bist genau unter der Luft gelaufen. Peter! Ich bin nicht oben. Ich bin nur die Treppe. Auf der Treppe ist das oben. Ab wann beginnt oben? Jetzt. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber das ist egal. Denn Bram, let's go. Was ist denn für diesen Ding? Muss ich ja nicht mal reparieren, so wenig Schaden wie das war. Was? Richtig freudig. Ich glaub, macht das überhaupt gar keinen Spaß. Was? Oh nein. Der ist voll nix, aber. Achso. Ich habe das Gefühl, das juckt den Bram eigentlich gar nicht so viel. Das ist richtig. Okay, jetzt schieße ich, ja? Alter, wie ach, Outlate. Und weg war er. Aber, ja. Als ob er genau getroffen hat. Aber bisher lebt er noch. Ja, okay, super. Ja, wie heißt der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Also, Brokkoli. Das ist doch schlecht. Oh mein Gott, Martin ist sich gerade am Abkecken, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mein bester Mann. Glaubst du, dass wenn Brokkoli einen Blumenkohl ansieht, dass er denkt, oh nein, ein Geist? Kannst du schneller essen, Jonathan, vielleicht? Nee, damit wir weniger. Ja, komm, mach mal in 2 Minuten hier fertig. Ja, nee, ich bin an derselben Stelle wie gerade. Nee, er ist an derselben Stelle. LOL, Alter, hier ist ein Komodo-Vara. Mein Gott. Komoran, absichtlich Komoran. Mittlerweile. Wie heißen die denn? Komoran? Heißen die? Komoran heißen die, ne? Komodo-Vara. Komoran? Okay. Komoran, ja, ich glaube, so heißen die. Ich zum Verwechseln mit dem Heiligen Buch. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr das schon sehen wollt, abonniert diesen Kanal, liked das Video. Ciao, ciao. Oh nein. Alter, die guten Lammfälle. Oh, schön, der war lustig. Der war sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, dass ihr mit uns gelacht habt, auch diesen Monat wieder dabei wart und die Videos geguckt habt. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und rein. Ciao. Tschüss. Nicht vergessen, Daumen hoch, ne?